Hallo und herzlich willkommen zurück bei Firewatch. Wir sind mittlerweile bei Tag 2 und es ist etwas sehr Dummes passiert. Man hat nämlich unsere Leitungen gekappt. Um genau zu sein, unsere Telefonleitungen. Und wir sollen uns jetzt hier natürlich ein bisschen umsehen, ob wir vielleicht irgendwo die gekappten Leitungen finden. Und bevor wir das machen, gucke ich mich hier nochmal um. Vielleicht können wir da irgendwas mitnehmen. Können wir da was tun? Wieso ist hier Bleiche? Mhm. Offensichtlich haben wir nochmal schön aufgeräumt. Dann hätten wir wahrscheinlich in der letzten Folge irgendwie gar nicht die Bücher hier so reinlegen sollen. Die liegen jetzt auch ganz anders da und... Hier nehmen wir die Thermoskanne. Können wir die mitnehmen? Nee, auch nicht. Na komm. Nee? Ist doch kacke. Ich dachte, wir können hier noch irgendwie was Cooles machen, aber es ist offensichtlich nicht der Fall. Wir öffnen die Tür. Öffne die Tür. Wir suchen vielleicht den Rucksack mit. Ja, das hat er jetzt automatisch gemacht. Okay, dann sehen wir uns mal näher um. Und eine Sache, die wir vielleicht auch noch machen sollten, ist vielleicht hier das Fenster vernageln. Denn ich kann mir vorstellen, dass das so, wie es ist mit dem Loch und so, nicht sonderlich geil ist. Na gut, dann gehen wir mal ab und werden das tun... Sollen wir vielleicht mal mit dem Radio kurz noch? Nee, wir können noch nichts machen. Hätte gedacht, wir könnten mit dem Radio mal Bescheid sagen. Aber dem ist nicht so. So. Einen kleinen Moment. Ich bin nämlich jetzt noch verwirrt, wo wir genau hin müssen. Da müssen wir mal auf die Karte gucken. So, wo sind wir denn aktuell? Wir sind hier beim Two Forks Lookout und wir sollen eigentlich wieder zurück zur Höhle. Und offensichtlich gehen wir da gerade mehr oder minder schon in die richtige Richtung, oder? Gut. Ich denke. Dann können wir die Karte ja wieder wegpacken und folgen hier einfach mal dem Pfad. Und wir können, glaube ich, sogar rennen. Oh ja, wir können rennen. Dann tun wir das einfach mal. Wir rennen dem Pfad entlang. Und dann sollen wir wohl irgendwo bei der Höhle dann so das Zeug abchecken. Ich bin ja mal gespannt, wie das funktioniert. Und übergesprungen. Und hopp. Das sieht hier immer alles so schön aus. Oh. Ich bräuchte wirklich mal so einen Wildnisurlaub. Ganz dringend. Ich muss mir vielleicht doch noch einen fetten Nebenjob suchen. Oh. Wir könnten noch mal hier reingucken, ob wir da was finden. Report Fog. Okay, dann melden wir einfach mal, dass es hier neblig ist. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Wir könnten mal über Bucket ein bisschen erzählen. I don't know. I used to just spend a lot of time with our dog, Bucket. Aw, that's a good name. He was a good dog. What type? A beagle. We got him from the pound. That's great. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. Ja, was geht jetzt ab? I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Bucket's a cute name. You owned him with someone? Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Oh, okay, jetzt haben wir es offensichtlich verkackt, aber das hat sich doch wirklich komisch angehört. Meiner Meinung nach hat sie tatsächlich über uns geredet gehabt. Oh. Jetzt können wir nicht mit ihr sprechen, ja, super Sache. Ich weiß nicht, aber das war schon sehr merkwürdig, oder? Aber was, ich meine, wir sind unbedeutend. Wieso sollte uns also irgendjemand was Böses wollen, hm? Was? Bleib mal offen und ich nehme noch so einen Granola-Bar mit. Achso, den kann ich nur so essen.
ist offensichtlich immer so das gleiche Zeug drin. Können wir doch noch was abzeigen? Nee, ne? Ja gut, dann nützt uns das ja auch nichts. Dann gehen wir wieder zu... Halt. Karte. Reinzoomen. Wir sind irgendwie ein bisschen falsch gelaufen, kann das sein? Wir hätten doch zur Höhle runtergemusst. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir sind falsch gelaufen. Das kann doch gar nicht sein. Naja, wenn nicht, dann klettern wir einfach hier so runter und bei diesem Donner Canyon oder so. Und ich glaube, was steht denn da hier? Alte Kletterausrüstung, okay. Und da habe ich mich neulich noch über jemand lustig gemacht, der keine Karten lesen kann. Okay, wir müssen jetzt auf alle Fälle gen Norden gehen. Was sagt der Kompass? Der Kompass sagt, dass wir, wenn wir hier so entlang laufen, wir gen Norden gehen würden. Dann würde ich sagen, ist eigentlich alles okay und dann folgen wir. Dann rennen wir hier jetzt einfach mal etwas entlang. Okay, der Weg ist jetzt natürlich blockiert. Super Sache. Moment. Hier runter zum See, da wollen wir doch gar nicht hin. Ich bin verwirrt. Moment. Nee, es müsste hier jetzt runtergehen. Wir gehen doch richtig. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg und da ist dieser blöde Busch und wir kommen nicht weiter. Dann umgehen wir diesen Busch doch einfach irgendwie. Können wir das denn? Wir packen mal schnell die Karte weg und versuchen wir hier runterzukommen irgendwie. Lass mich raten, es ist hier alles abgeblockt und wir müssen eigentlich nochmal runter zum See, ha? Nee, doch nicht. Hier könnte es eventuell runtergehen. Tut's aber auch nicht. Ach, wir folgen jetzt einfach mal dem blöden Pfad. Der wird uns schon am Ende irgendwo hinführen. Dort, wo wir bestimmt auch hin sollen. Das ist der Aussicht, bla bla. Okay, dann gehen wir einfach wieder runter zum See. Und vom See aus gehen wir dann nochmal zum Canyon. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Dann laufen wir zwar ein bisschen im Kreis, aber naja. Trotzdem, die ganze Sache fand ich mit dem Telefonat gerade echt merkwürdig. Vielleicht will die uns eine Falle stellen oder so. Oder wir sind irgendwie ein Experiment für sie, keine Ahnung. Alles ein bisschen mysteriös gerade. Hallo? Mach das Ding doch mal hier fest. Du sollst... Hä? Ach, was soll denn jetzt die Kacke? Moment. War hier nochmal ein Cage? Nee, ne? Und da war auch kein Seil mehr. Was wiederum bedeutet, wir gehen völlig falsch, oder? Ja, dann gehen wir halt einfach wieder zurück zu unserem Aussichtspunkt und von dort aus dann halt runter. Oh Mann, ich hoffe, dass das jetzt passt alles. North of a Canyon. Ist das irgendwo eigentlich markiert? Under Canyon und dann nördlich davon. Ja, hier irgendwo. Achso, das sind die Telefonlines. Hätte ich ja auch lesen können, ne? Okay, wir sind dann völlig falsch gelaufen. Das tut mir sehr leid. Dann machen wir länger. Dann machen wir ganz einfach länger und wir laufen jetzt da wieder hoch und dann wird das doch alles. Hoffentlich. Nicht, dass es jetzt auch noch schief läuft. Mann. So. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Das war doch gerade eine Klingel. Das war gerade eine Klingel. Und überhaupt, das ist doch recht komisch. Mit wem hat die Frau telefoniert, wenn das Radio doch gleichzeitig an war und das Telefon angeblich kaputt ist?
Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Wir sind wahrscheinlich irgendwie so ein fieses Experiment oder sowas. Und die wollen uns irgendwas Schlimmes antun. Das wäre ja mal echt mies. Na gut, wir sind auf alle Fälle wieder zurück bei unserem Turm. Jetzt nochmal die Karte schnell checken. Genau, wir müssen jetzt nördlich gehen. Und nördlich ist da so runter, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Wobei, wir könnten wahrscheinlich hier auch dem Weg folgen. Und dann kommen wir da auch runter, oder? Wo sind wir jetzt? Wir folgen dem Weg tatsächlich und dann kommen wir da runter. Richtig, alles gut. Dann mal weg mit der Karte, wir rennen noch ein bisschen und dann checken wir das nochmal ab. Ob wir denn hier wirklich auch richtig gehen. So, renn. Noch mehr Nebel, noch schönere Aussicht. Das ist schon echt schön hier, ne? Ach, so toll. So, jetzt gleich nochmal die Karte checken. Wir gehen schon wieder falsch, das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Wieso gehen wir denn ständig falsch? Ich meine, das Ding hatte doch nach Norden gezeigt, oder? Also irgendwie, naja, ich verstehe das nicht so recht, oder? So, nun sind wir wieder hier. Jetzt gucken wir wieder auf die Karte. Wir sind tatsächlich irgendwie heruntergelaufen, wieso auch immer. Und wir müssten gegen Norden laufen. Und Norden ist halt nun mal... Ach so, ist da. Wir sind gegen Osten gelaufen, das ist mir etwas blöd. Jetzt aber. Wir machen Sachen. Können wir das jetzt melden, dass wir hier jetzt drunter gehen, Nina? Sie ist ja nicht mehr da. Sie mag uns ja nicht mehr. Weil wir was Falsches angeblich gesagt haben. So. Okay. Wir hüpfen jetzt hier also wieder runter. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Weg, den wir jetzt ja in der letzten Folge hier wieder hochgenommen haben. Wo wir dann diesen richtig creepy Dude gesehen haben, der uns so angeleuchtet hat und der vielleicht unser Häuschen auseinandergenommen hat oder unseren Wachturm, Aussichtsturm, wie auch immer man ihn nennen möchte. Na komm, auf, lauf. Auf, Forest, lauf. Hier springen. So. Jetzt sollten wir doch gleich hier unten irgendwo sein. Und dann da irgendwie rüberkommen, oder? Wir müssen gleich natürlich nochmal die Karte checken. So, jetzt sind wir gleich bei der Höhle und dann gehen wir da durch und dann können wir da hoch. Okay. Dann passt alles. Haben wir alles richtig gemacht. Und Sprung nach unten. Immer noch verschlossen, okay. Hätte ja sein können, dass sich da irgendwie was an der Welt geändert hat. Das wäre es ja gewesen. Das wirkt alles mit diesem Nebel jetzt immer so ein bisschen mysteriös, oder? So, jetzt gucken wir mal nach. Wo sind wir? Sind jetzt auf alle Fälle irgendwie richtig. Jetzt müssen wir hier irgendwo hoch, ne? Ich hoffe, dass wir jetzt richtig gehen. Jetzt gehen wir definitiv richtig, ne? Also, dann haben wir uns mal nicht verlaufen. Wunderbar. Also da können wir uns durchzwängen, das andere war aber irgendwie nicht möglich, weil das so ein komisches Krautzeugs mit Dornen war. So, dann mal hier runter. Und hier sollen wir dann hoch, oder?
Hier sollen wir hoch und hier wäre dann tatsächlich so ein Punkt, wo wir was befestigen könnten, um dann hochzukommen, was jetzt aber nicht geht. Aber nee, klettern schaffen wir auch nicht. Okay. Dann rennen wir hier mal den Canyon entlang. Und irgendwie hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass wir wieder solche Auswahlmöglichkeiten bekommen wie in der ersten Folge. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Spiel verwirrt mich. Jetzt mir irgendwie ganz anders vorgestellt. So, da sind wir jetzt angekommen. Okay, jetzt können wir das melden. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Okay, wir sollen ihm jetzt also hier komplett folgen. Und dann können wir ihr wieder Bescheid sagen, ob denn alles in Ordnung ist. Wie, wir können das nochmal melden. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Na, aber mit wem hat sie denn dann bitte gesprochen? Das ergibt alles keinen Sinn. Also den Leitungen geht es bislang doch ganz gut. Und wo sind wir jetzt hier? Beartooth Point, okay. Und Thoroughfare Fire Lookout, okay. Und war da hinten jetzt nicht auch noch irgendwo was? Ich habe doch hier noch was gesehen. Nicht? Doch, da war was. Da rennen wir mal schnell hin. Das gucken wir uns an. Was ist das denn bitte? Eine alte Toilette? Cool. Müssen wir auch gleich melden. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area. I do believe, the comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Ja, okay, wenn ihr das so sagt, dann wird das schon passen. Gut, dann folgen wir jetzt hier einfach mal den ganzen Telefonleitungen. Wir rennen wieder und ich vermute mal, dass die in Ordnung sind und da nichts kaputt ist oder so. Und das vielleicht irgendwie jetzt nur wie eine Art Walking Simulator ist, wo wir hier einfach mal durch die Gegend laufen sollen. Können wir dem da folgen? Nee, aber wir könnten hier runter. Und bislang sieht doch hier eigentlich alles ganz gut aus. Jetzt habe ich aber Geräusche gehört. Ob uns jemand verfolgt? Ja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein oder das ist der Wind oder so. Und uns verfolgt vielleicht doch niemand. Aber das ist schon ein bisschen sehr mysteriös. Na gut, wie dem auch sei, wir düsen hier einfach mal entlang. Wenn wir diesen Masten folgen, da können wir uns ja wohl schwerlich verirren. Gut, da ist auch alles in Ordnung. Dann rennen wir hier weiter. Was sind denn das für Geräusche? Irgendwas ist da. Also irgendwas ist hier. So, wir klettern mal hoch. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwas verfolgt uns, glaube ich. Oder wir sollen einfach nur paranoid werden. So, wir melden gleich mal hier, dass sich wieder so leere Bierdosen Guess what? befinden. What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? How can these girls be so stupid? Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Ja, hoffentlich. Nur gut. Sprung, Sprung, Sprung. Wow. Okay, dann rennen wir jetzt einfach hier mal wieder den Masten entlang. Noch mehr Beacons.
Ihr seid kacke, ey. Dumme Kinder, wirklich dumme Kinder. Sowas macht man nicht. Man wirft so ein Zeug nicht einfach in der Natur raus. Das ist echt scheiße. So. Jetzt können wir also... Ja, natürlich, die haben es tatsächlich kaputt gemacht, die Penner. Dann melden wir das mal. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Sehr schön. Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. Hmm, I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay, also er vermutet jetzt, dass diese blöden Kids waren, die hier diesen Pole einfach kaputt gemacht haben und wir können deshalb jetzt nicht raus telefonieren. Und hier ist noch was, go to hell. Ja, das waren die bestimmt. Oder das soll so aussehen. Da unten wäre noch so ein Cage, den werden wir uns gleich ansehen. Und jetzt sollen wir uns hier also hier umsehen und ja, hoffen, dass wir im Endeffekt Spuren von ihnen finden und dann sollen wir ihr Camp finden und das dann kaputt machen. Das werden wir aber gleich dann noch machen. Wir sehen uns da hinten schon noch um, aber wir düsen erstmal runter, denn ich habe da gerade noch so ein Cage gesehen. Zu dem würde ich ganz gerne hin. Vielleicht ist da irgendwas für uns drin. Kommen wir da jetzt noch hinter? Nee, ne? Ach man, jetzt habe ich es verkackt, oder wie? Nee, doch nicht. Hier mal durch. Und dann war da hinten doch irgendwo so ein... Ne, jetzt komm schon. Und hier kommen wir natürlich nicht wieder weiter. Das ist doch echt kacke. Was soll denn immer dieser Mist? Hier vielleicht. Ich check dieses Spiel irgendwie, glaube ich, nicht. Also am Anfang fand ich es schön, da hat es einen so an die Hand genommen, aber mittlerweile, es verwirrt mich echt. Moment, können wir denn wieder hochklettern, weil ich würde schon ganz gerne zu diesem Cage gehen. Also nochmal hoch hier. Okay, wir können das. Das ist gut. Ich zeige euch auch gleich, was ich meinte. Und ich will da halt einfach mal einen Blick reinwerfen. Wer weiß, was da drin ist, nicht, dass uns irgendwie ein wertvoller Hinweis entgeht, was denn hier passiert sein könnte. Das wäre schade. So, da wollen wir jetzt noch nicht runter, wie gesagt. Sondern wir wollen... Na, wo kamen wir? Ich glaube, wir kamen hier so hoch. Genau, von da kamen wir und da unten ist irgendwo... Da ist dieser Cage. Da würde ich ganz gerne hin nochmal. Oder überhaupt mal hin. Und da gucken, was da für tolle Sachen drin sind für uns. Das sieht aber nicht gut aus. So, renn. Wenn wir jetzt hier auch nicht reinkommen, ne, dann kriege ich die Krise. Hier ist nochmal eine Dose und von da kamen wir. Shit. Ich komme da nicht mehr hoch, ne? Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here.
Well, hopefully that doesn't happen before you find these assholes. I was thinking you should probably head back to where you saw him last. Ja, ich sollte zurück zum See, ich weiß es schon, okay. Aber kommt man hier echt nicht mehr runter? Oh Mann, ich will da hin. Ich will wissen, was da drin ist. Das ist ja auch eine Karte. So ein Mist, ey. Na gut, dann rennen wir doch wieder hoch und werden einfach hier dem Weg folgen. So wie die das gedacht haben für uns. Also ich vermute mal, dass sie das so gedacht haben. Genau, dann sollen wir nämlich hier den Bierdosen folgen und dann werden wir die hoffentlich irgendwann finden. So, hier würde noch eine Bierdose liegen. Liegt hier jetzt noch eine? Nee, ne? Und Sprung nach unten. Und nochmal ein Sprung nach unten. Dann sind wir eigentlich jetzt wieder dort, wo wir schon gestartet haben. Und wir konnten nicht zu diesem tollen Cage. Das ist doch echt mies. Überaus mies. So. Jetzt gucken wir mal noch schnell auf die Karte, wo wir denn gerade sind. So, wir sollten zurück zu dem See. Na, kacke, ich hätte das echt mit dem Cage da machen sollen. Dann werden wir uns wenigstens den hier unten merken, denn ich vermute mal... Oh, Supply Drop. Da könnte man auch mal nachsehen. Wobei wir ja hier unten hin sollen. Ich glaube, wir halten uns lieber mal an den Plan. Ach, Moment. Wir rennen jetzt nochmal hier hin. Vielleicht können wir das melden, dass wir hier nicht weiterkommen. Vielleicht ist das beabsichtigt. Und dann kriegen wir vielleicht noch einen neuen Tipp oder so. Können wir das melden? Wir können das gar nicht melden und wir kommen ja auch nicht durch. Vielleicht wäre ja auch in diesem Cage irgendwas gewesen, womit wir hätten durchkommen können. Das könnte natürlich auch sein. Na gut, dann folgen wir jetzt hier einfach mal dem Weg. Und Sprung nach unten. Ach, ich hätte das auch melden können. Tell you all this climbing and jumping, it's pretty invigorating. Just wait for the rest of the summer when you'll be sitting on your fat ass 14 hours a day. So. Können wir das melden, Nina? Es ist halt jetzt echt die Frage, ob wir hier nochmal hochgehen zu diesem Supply Drop und dann nachsehen. Vielleicht kriegen wir dann ein Seil oder was Cooles. Ach, wir machen das jetzt einfach mal. Das kann ja nicht so weit sein. Und das sieht aber echt geil aus. Wir rennen hier mal schnell hin und werfen mal einen Blick nach unten. Wow. Und da ist ein Grafikfehler. Das ist jetzt irgendwie schade. Das ist ein bisschen schade, aber sonst sieht das ja echt geil aus hier. So, Supply Drop. Nur noch eine kleine Strecke. Und da ist er, da ist er. Können wir das melden? Auch nicht melden? Okay. Dann probieren wir das hier mal mit 1. 2. 3 und 4. Und es befindet sich da drin überhaupt nichts. Hat sich wirklich gelohnt. War eine Karte, nicht mal eine Karte. So, dann gucken wir hier nochmal auf unsere Karte. Wir sind jetzt hier oben und könnten hier theoretisch irgendwie weitergehen und dann zu dem anderen Aussichtspunkt kommen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir rennen zurück zum See und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Irgendwas muss ja passieren, also im Moment ist es nicht sonderlich spannend, wie ich finde. Wir kommen auch mit der Story nicht so richtig voran, glaube ich. Vielleicht sind wir hier auch einfach nur unterwegs, um uns in dieser schönen Natur umzusehen. So, und da wollen wir nicht runterfallen. Oh ja. Kletter, kletter, und hier hätten wir was. Die haben hier wohl ihren Rucksack verloren. Haha. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Na komm runter. Sehr schön.
Brian Goodwins Backpack, okay. Aha. Eine Kamera, Seil. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Warum das denn jetzt? He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned, and one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay, die Story wird langsam aber immer komischer. Also offensichtlich war das hier der Rucksack, den wir gerade gefunden haben, von einem Kind, das wiederum einen anderen Lookout halt. Also das war das Kind von dem Lookout. Und die sind irgendwann mal vor 3 Sommern plötzlich verschwunden und haben nichts gesagt. Und sie weiß irgendwie auch nicht wirklich, wo die hin sind. Und das klingt doch jetzt alles schon ziemlich mysteriös, oder? Irgendwas ist hier richtig schief gelaufen, glaube ich. Hallo, ich will hier runterklettern, dankeschön. Also irgendwas passt hier nicht. Bin gespannt, wie die Story noch weitergeht. Menschen, die verschwinden und hier einfach ihre Rucksäcke zurücklassen. Das ist doch schon ein bisschen sehr merkwürdig. Hallo, ich würde hier gerne... Was ist denn jetzt los? Hä? Was soll denn die Kacke jetzt? Ich komme hier nicht runter, oder was? Ach so. Hä? Ja. Erstmal beschweren und nicht umgucken. Das ist wieder richtig gut. So. Dann zahlen wir uns doch hier mal noch ab, die 2 Meter. Wow. Da wären wir so niemals runtergekommen. Niemals. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt hier noch in dieser Supplybox ist. Dann öffnen wir die wieder. 1, 2, 3 und 4. Halt. Eine Fossilienklaue, okay. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Hm. Das könnte natürlich sein. So, wir kopieren mal schnell die Informationen. Gucken wir mal nach, was sich dann da jetzt geändert hat. Ich sehe jetzt hier nicht so viel. Dann packen wir die Karte wieder weg. Was gibt's hier noch? Eigentlich wollte ich das doch lesen. Hier sind ein paar Blümchen drin und hier irgendwas mit Dave. Er sagt, Dave, guess who's going out with Debbie next week? Also, rate mal, wer mit Debbie nächste Woche ausgehen wird. No, not that shit, Steve. It's your man, Ren. Okay, Ron. Also offensichtlich geht wohl der Ron mit ihr aus. Und zwar ist er hier hochgegangen, um den neuen Typen auszuchecken, der hier bei Two Forks arbeitet. Und er hat ihn dann gehört, wie er mit sich selbst gesprochen hat. Also hat er dann gedacht, oh, von diesem Verrückten bleibt er wohl lieber ein bisschen weg.
Das gibt jetzt im Moment, also. Remember when you saw Chimney Rock having himself in that hammock? I'm starting to think the fast. Oder was heißt das? The Forest Service only packs the deranged and perverted. Okay. Also offensichtlich ist er der Meinung, dass der Typ halt wohl spinnt und dieser Forest Service offensichtlich sich nur Mitarbeiter raussucht, die irgendwie einen an der Waffel haben oder irgendwie perverse sind. Mal mit der Ausnahme von uns zwei natürlich, ne? Der Creme de la Creme. Okay. Und jetzt sollen die hier wohl irgendwie toasten gegenseitig und ja. Wir nehmen das einfach mal mit. Und melden das. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Sehr schön. Also offensichtlich war der eine Ranger wohl irgendwie ständig hinter Frauen hinterher. Und ihm war wohl offensichtlich nicht so. Man hat hier eine Korrespondenz zwischen zwei geführt. Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an der jetzigen Stelle. Irgendwie ist heute nicht so wirklich was passiert und ich habe keine Ahnung, was mit diesem Spiel los ist. Wo es uns noch hinführt. Ich bin ratlos, was dieses Spiel soll und wie man es klassifizieren sollte. Es ergibt für mich momentan echt noch keinen Sinn und ich bin verwirrt. Wir werden es auf alle Fälle in den nächsten Folgen noch herausfinden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.